Willkommen zurück zu einem neuen Video. Es war ja Weihnachten und ich glaube, die meisten von uns wurden beschenkt. Ist natürlich nicht was für jeden. Und ich habe auch ein paar Geschenke bekommen. Und ich dachte mir, ich zeige euch diese Geschenke. Ich weiß immer nicht, was ich von diesen Videos halten soll. Ich persönlich finde sie sehr interessant, weil das ist immer so ein bisschen Inspiration, was man sich wünschen kann. Und ja, deswegen habe ich beschlossen, ich zeige euch einfach mal, was ich so bekommen habe. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so der Parfüm-Mensch. Ich habe irgendwie eins, was mir gut gefällt, weil mir fällt es schwierig, irgendwie eins zu finden, was mir sehr gut gefällt. Aber jetzt habe ich ein zweites gefunden. Das ist das Lady Million. Das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch. Es riecht auf alle Fälle sehr gut und ich finde, das ist so für abends, wenn man mal ausgeht, etwas Besonderes. Deswegen mag ich das sehr. Von meiner Schwester habe ich dann hier ein S-Oliver Shower Gel bekommen. Und das riecht richtig, richtig gut. Also ich kann es nicht beschreiben, aber es riecht so gut. Und dazu habe ich noch eine Schokolade bekommen, aber die ist gerade nicht hier. Von meiner Freundin Mara habe ich einen roségoldenen Kugelschreiber. Ich glaube, das sieht man gerade gar nicht so gut bekommen. Mit Swarovski Glitzerstein. Und der ist so schön. Der ist so verdammt schön. Dazu habe ich auch passend ein Buch bekommen, wo eine Weltkarte in Gold drauf ist und drauf steht I haven't been everywhere. But it's on my list, denn ich reise eigentlich ziemlich gerne, aber ja, fehlt meistens die Zeit und auch das Geld. Aber hier werde ich ganz viel reinschreiben. Wie viele sich wahrscheinlich denken können, ich habe auch ganz viele Sachen für meine Wohnung bekommen, denn es ist ein bisschen mehr als ein Monat, aber im Februar ziehe ich aus. Ich bin schon so aufgeregt. Und ich freue mich auch über die ganzen Wohnungssachen, die ich bekommen habe. Denn dann bin ich schon sehr gut ausgestattet, wenn ich in die Wohnung ziehe. Erstmal habe ich hier so einen Stabmixer bekommen. Denn für Balis Gemüse, was ich ihm anmixe, funktioniert das besser mit sowas? Das ist nämlich sehr... Ich mache immer mit Karotten und das ist so schwer zu mixen. Denn er mag sie nicht im Ganzen essen. Der ist richtig gut und ich glaube, ich finde sowieso, ich glaube, es gibt auch so einen anderen Aufsatz, damit kann man dann Kartoffelpüree machen. Auch sehr praktisch, deswegen, mir gefällt der sehr gut. Da ich ein absoluter Orangensafttrinker bin, also frisch gepresster Orangensafttrinker bin und das fast jeden Morgen mache und wir haben wirklich nur so ein blödes Gerät, wo danach alles eingesaut ist und es dauert Ewigkeiten, bis man den Orangensaft fertig hat, habe ich mir eine Orangensaftpresse gewünscht und die habe ich auch bekommen. So sieht die aus. Ist eigentlich relativ cool. Hier oben packt man dann die Orange rein, drückt runter, ist elektronisch, also der Stecker ist auch hier. Und man kann das hier entweder zumachen oder auf, dann läuft das, der Orangensaft direkt ins Glas. Und ja, ziemlich schwer, aber ich finde richtig cool. Ich habe den jetzt auch schon ausgiebig getestet und er gefällt mir richtig, richtig gut. Also sehr einfach und kompliziert, geht auch schnell abzuwaschen. Das war beim anderen auch so eine Sache. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich den habe. Man merkt, wenn man erwachsen wird, man freut sich über solche Dinge. Als Kind hätte man wahrscheinlich, man wäre total enttäuscht gewesen. Als Erwachsener, da freut man sich über solche Dinge wie sonst was. Ist, glaube ich, auch mein Lieblingsgeschenk. Dann habe ich hier noch einmal eine oder zwei elektronische Salz- und Pfeffermühlen bekommen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Mir reicht auch ein normaler Salz- oder Pfefferstreuer. Aber meine Eltern feiern das und die sind roségold, was natürlich sehr cool ist. So sehen die ausgepackt aus. Sie sind ein bisschen mehr Kupfer als roségold, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zu den Pferde- oder Reitsachen, denn am Ende bekommt das Pferd doch irgendwie mehr als man selber, oder? Also bei mir ist es immer so. Cisco hat hier einmal so einen Weidehalfter bekommen, denn er ist ja im Halfter-Zerstör-Modus, warum auch immer. Und dann hat er hier von Löstau ist der. Der ist so jeansfarben, aber auch so ein bisschen so ein blau-grauton. Ich finde den ganz schick, also für die Weide reicht er auf alle Fälle und ist auch hier... ihr wisst schon, was ich meine. Also ganz cool. Natürlich gibt es auch immer Leckerlis und weiße Einflechtgummis, falls ich dann mal einflechten sollte. Aber vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich ein bisschen mehr Dressur reiten kann.
Genauso wie ich einen süßen Anhänger bekommen habe, der Cisco im Sommer auf alle Fälle ähnelt. Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr Fuchs, aber Cisco wird ja auch immer sehr hell im Sommer und ich finde ihn voll süß. Unter dem Tannenbaum stand dann noch eine Douglas-Verpackung und ich war schon ganz gespannt. Ich so, meine Mama kauft halt nicht so oft was bei Douglas für mich, weil sie immer nicht weiß, was mir gefällt und sie lässt es dann lieber. Dann war ich so, was ist das denn? Pack es aus. Und dann kam der Huflack raus, hatte sie einfach die Verpackung genommen. Das ist wieder dieses Super Shine Black. Und das finde ich sehr cool. Das mache ich ja immer nur zum Turnier drauf, weil das halt wirklich schwarz ist, wie so ein schwarzer Lack. Dann habe ich hier noch solche Reissocken von Hafer Polo bekommen in der Farbe Navy. Das Witzige ist, meine Mama hat sie mir schon mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten, eins von beiden, schon mal geschenkt. Und eigentlich auch genau die gleichen, aber sie gefallen mir sehr gut. Deswegen, man kann nie genug Reissocken haben und gerade diese dünnen finde ich sehr schön. Als ich das Geschenk geöffnet habe, habe ich erst gar nicht verstanden, was das sollte. Ich hing da so, okay, Deko, warum? Wir haben doch genug, wofür brauche ich das? Denn ich habe eine Tannengirlande bekommen. Als ich das ausgepackt habe, war ich so, Dann war da auch ein kleines Schildchen dran. Wir wünschen dir viel Erfolg in der Turniersaison 2018. Ich so, was hat das miteinander zu tun? Und meine Mama, ja, Bad Segeberg war doch die Tannengirlande um den Wassergraben rum. Ja, jetzt kann ich das auf alle Fälle ausgiebig üben. Cisco wird hier drüber springen wie sonst was. Die werden wir an jedem Sprung festmachen. Und hoffentlich klappt es dann nächstes Jahr besser. Auf alle Fälle ein richtig, richtig cooles Geschenk. Ich hatte da schon wieder voll vergessen. Das Beste kommt zum Schluss. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das stand schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Aber ich habe es mir jetzt nicht spezifisch für Weihnachten gewünscht, sondern es war generell immer so, oh, könnte ich gut haben, aber es gibt wichtigere Dinge. Und dann habe ich mich richtig gefreut, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, dass ich sowas bekommen würde. Und zwar hier eine Action Cam von Rollei. Das ist die Action Cam 630. Die habe ich ja auch schon getestet. Das Video kann ich euch mal hier verlinken. Oder hier, irgendwo verlinke ich euch das. Auf alle Fälle hat das sehr viel Spaß gemacht. Und passend dazu habe ich hier so ein fettes Kit bekommen. So einen kleinen Koffer, wo alle möglichen Aufsätze drin sind, halt für meinen Helm, den ich dann auch schon benutzt habe. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass das nicht hält, aber es hat gehalten. Es war ein bisschen ungewohnt, damit zu reiten, weil das so ein bisschen mehr Druck auf dem Helm war. Aber ja, ich muss nur noch mal herausfinden, wie man das alles mit dem WLAN verbindet, weil ich bin einfach, ich habe die angemacht oben und dann mein Handy genommen und von oben gefilmt und geguckt, ob das passt. Ja, ich hatte halt niemanden mit im Gelände und ich wollte jetzt auch nicht die Aufnahmen total versauen, weil ich eine falsche Einstellung oder so hatte. Auf alle Fälle habe ich mich darüber richtig gefreut, weil ich damit echt nicht gerechnet habe. Und ja, mein nächstes Geländeturnier werde ich dann wahrscheinlich mal aufnehmen und ich werde die, glaube ich, öfters mal auf meinen Kopf packen und filmen. Ich bin auf alle Fälle sehr dankbar für meine ganzen Geschenke, auch die Action Cam. Ich habe mich richtig darüber gefreut, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und das sind die besten Geschenke, wenn man das sich nicht gewünscht hat und damit nicht rechnet. Und ja, auf alle Fälle war das ein sehr schönes Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachten. Und ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt. Und wir sehen uns Sonntag bei einem neuen Video wieder.